Der Albright-Knoten. Es ist ein Anglerknoten und dient zum Verbinden unterschiedlich starker Leinen. Er wird üblicherweise aus dünnerem Material gemacht, hier nur aus Anschauungszwecken mit stärkeren Leinen. Er ist sehr haltbar und leicht herzustellen. In die stärkere Leine wird eine Bucht gelegt. Die schwächere Leine wird zwischen die Parten der Bucht geführt und anschließend wird die schwächere Leine von hinten beginnend nach vorne um alle drei Parten geturnt. Enge Turns. Zum Abschluss wird das Arbeitsende der dünnen Leine durch das Auge gesteckt, der Knoten wird zugezogen, festgezogen. Und man hat eine gute, haltbare Verbindung zweier Leinen mit dem Albright-Knoten.